Ciao San, Leole. Wurde Ming Shi Chi, Casey Dunn. Meine Begrüßung auf Kantonesisch, das spricht man in Hongkong. Ich habe heute mit einem Freund gesprochen, den ich schon viele Jahre kenne und wollte mal wissen, wie er die Lage da drüben sieht. Und er pendelt zwischen Europa und Asien immer hin und her und er sagt, so wie die Berichterstattung hier ankommt, ist das da drüben nicht. Er sagt, das ist viel schlimmer. Als ob, sagt er, das auf dem Weg nach Europa gemildert, gefiltert wird. Also das ist eine Geschichte, das muss man unbedingt im Auge behalten. Ich möchte jetzt nicht an Tiananmenplatz erinnern, aber das wird auch nicht passieren, das glaube ich nicht. Aber so Ausgangssperren und so, damit rechnet er, dass das passieren wird. Die lassen sich das nicht mehr lange bieten, die Regierung in Peking. Und dann hoffe ich, dass Herr Trump seinen Mund hält. Auf jeden Fall fügt sich jetzt Hongkong deutlicher ein in Brexit und Handelskrieg und Trump und Straße von Hormuz. Also wir haben eigentlich überall Zündherde. Und das ist natürlich gefährlich. Eigentlich dürfte man gar nichts handeln. Die letzte Woche hat gezeigt, was Nervosität ausmachen kann. Erhebliche Volatilität, große Bewegungen, ein Traumhandel für Daytrader, ein Markt, ich sage das immer so, der auch Fehler verzeiht. Weil wenn man auch mal schief liegt, aber sich relativ schnell ausstoppen lässt und dann die Seite wechselt, kriegt man das wieder rein. Aber dazu braucht man schon erhebliche Erfahrung. Ich versuche jetzt mal diese ganzen Imponderabilien rauszulassen und mache das ganz nüchtern hier, weil sonst darf ich gar nichts mehr sagen. Und mir fallen beim DAX einige Sachen auf. Ich mache als allererstes mal die ganz langen Fibos rein. Wir sind durch das 50er durchgerauscht und haben sogar fast das 61er getroffen. Das 61er, das ist eine Marke, die können Sie sich merken, liegt bei 11.187. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, also auch für die nächsten Tage und Wochen. Jetzt mache ich die wieder raus, weil die brauchen wir jetzt hier momentan nicht. Auf den ersten Blick sieht man jetzt diesen kleinen Doppelboden. Einmal hier, im Bereich von 11.270 bis 80. Das ist ein Doppelboden. Wir sind ans untere Band, das haben wir hier ein paar Mal gemacht, dann haben wir deutlicher wieder drin geschlossen und haben heute, also am Freitag, eine positive Kerze gemacht. Das ist rein vom Chart her eine schöne Unterstützung, vor allem in Verbindung hier mit diesem Doppelboden. Jetzt kommt allerdings diese Zone hier rein, da muss ich hier eine Linie reinziehen. Und zwar ist die hier. Dieser Bereich von hier, da muss ich Ihnen auch noch ein Kästchen reinbauen, dass wir ein richtig schönes Gebilde haben. Dieser Bereich hier ist sehr wichtig. Ich mache es größer. Und zwar treffen sich hier sowohl die 200-Tage-Linie als auch die alte Unterstützung vom 3.6. bei 11.600. Als auch die 10-Tage-Linie. Und da kommt noch eins hinzu. Das sind diese Fibos hier, das sind jetzt die neuen, die ich lege von der letzten Abwärtsbewegung. Legen wir ein bisschen drüber bei 11.770, das ist 38er. Aber dieser Bereich hier, der scheint mir recht wichtig. Also da geht es nicht so ohne weiteres durch. Das heißt, für mich ist also ein Widerstand im Bereich 11.650 ist einer. Da sind wir jetzt mit der 200-Tage-Linie. Aber es ist natürlich dann auch Sprungbrett, um hier ein bisschen drüber zu gehen. Eigentlich ist das hier so die erste Zielzone, denn wir sind von der Technik her hier über die Stochastik leicht positiv, wir werden positiver über das MACD, wir haben den Hammer, das obere der Abwärtsbewegung entgegengesetzte Band dreht erneut die Richtung nach unten. Von daher glaube ich schon, dass wir wenigstens diese 11.650 mal sehen sollten, das ist ein wichtiger Punkt. Und der zweite ist dann der Bereich von 11.850, da sind wir hier oben. In der Zwischenzeit fällt die 20-Tage-Linie rund 30, 35 Punkte pro Tag, sodass ich mir vorstellen kann, dass wir die jetzt am Mittwoch auch hier irgendwo bei 11.870 sehen werden, was sich dann hier mit diesem Widerstand verbindet. Also ich gebe dem nicht viel Potenzial, aber er hat zumindest nochmal die Chance, hier locker bis zu 11.850 zu gehen. Vor dem Hintergrund der Technik ist das locker möglich. Unterstützung habe ich jetzt hier und die ist jetzt wirklich wichtig durch diesen Doppelboden hier und durch diesen Hammer, durch den Stiel des Hammers hier unten. Die ist schon wichtig, also bitte nicht unter 11.250 gehen mit Schlusskurs. Das wäre nicht so schön, dann müssen wir hoffen, dass das 61,8er Retracement bei 11.187 hält. Ich habe mir ein paar Scheine ausgesucht für Sie, die ich für sinnvoll halte. Ich mache das mal hier runter.
Der eine ist der Call. Und zwar gehe ich diesmal nicht auf Open-End-Scheine, damit Sie sich gar nicht darum kümmern müssen, was der am Tag irgendwo steigt oder fällt beim Put. Ich gebe Ihnen jetzt mal Limitierte vor. Und zwar ist das hier einer vom 20.09. von Goldman Sachs. Das ist die Basis 11.175. Ich hatte eben gesagt, dass die 11.187 ist das 61,8er Retracement. Das ist so eine Make-or-Break-Line, wie auch immer. Und 11.175 liegt also knapp dahinter. Ich kann mir sehr gut eine Bewegung vorstellen, die bis hier hingeht, bis zu 10 Tage bzw. 200-Tage-Linie, 11.650, und dass er dann nochmal Luft holt. Im Extremfall sogar wirklich bis hier runter, aber das sieht eigentlich zu gut aus dafür, muss ich sagen. Also er sollte hochgehen und dann vielleicht noch ein bisschen runter, und da muss man schauen, muss man komplett neu überlegen. Dieser Schein auf den 20.09. mit der Basis 11.175 hat die Kennnummer GA71 Cäsar Richard, GA71 CR. Bei dem Put möchte ich auch nicht direkt hinter diesem Hoch hier sein, hinter dieser 11.860. Da möchte ich schon ein bisschen mehr Platz haben, und da ich ja weiß, dass die 20-Tage-Linie weiter fallen wird, möchte ich den dahinter setzen. Der Markt weiß, dass hier die Stops liegen und dass hier die Stops liegen. Und das lotet da ganz gerne mal aus, knutscht mit denen rum, und dann geht er dementsprechend runter oder drüber. Und da muss man schon einen gewissen Abstand haben. Gucken wir mal nach dem Put. Und da finde ich den hier ganz interessant. Ebenfalls wie der vorherige, 20.09. Basispreis 11.950. Die bleibt also dann da, die wird sich nicht verändern. Und das ist von Goldman Sachs die Kennnummer GB01ZV. Die Märkte bleiben spannend, die Märkte bleiben volatil, und deswegen noch im eigenen Interesse dieses Webinar, was ich zusammen mit dem Simon Betschinger halten wollte am 21. August, müssen wir leider verschieben, um genau eine Woche, 28. August, wird abends stattfinden, so um 19 Uhr. Also das hatte ich mir gedacht, ich kann momentan mit Simon schlecht reden, der ist im Urlaub. Aber 19 Uhr ist eigentlich die von mir präferierte Zeit, weil ich weiß, da sind viele von der Arbeit wieder zu Hause. Wir müssen das verschieben, dass Sie sich das vielleicht merken, aber das wird mit Sicherheit auch irgendwo aufgezeichnet. So, ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Ich selbst gehe ohne Position bis auf einen Put im Gold ins Wochenende, und das ist mir eigentlich auch ganz lieb. Alles Gute, bye bye, ciao.